herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder, genauso wie beim letzten Mal, beim letzten Video, einen Vlog hier auf dem Hauptkanal. Und zwar, letztes Mal wart ihr ja beim Friseur mit dabei und heute, das haben sich auch schon lange viele gewünscht, nehme ich euch mit zum Tätowieren. Es ist Freitag, ich werde wieder zu Ink of Hell fahren und mir da wieder was Kleines machen lassen. Was werde ich noch nicht verraten, das seht ihr dann jetzt gleich. Ich habe da letztens auch gefragt, ob es okay wäre, wenn ich filme. Und deshalb dachte ich mir, ich nehme euch heute einfach mal mit.
So Leute, ich bin wieder zu Hause. Bin gerade eben von der Tür rein und es ist immer so schön, wenn man ein neues Tattoo hat. Ich bin so glücklich und ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, aber ich bin so froh. Es ist so schön geworden. Ich bin so glücklich. Und ja, hier haben wir Love und hier haben wir Peep. Ich glaube, diese Tattoos, also das erklärt sich von selbst. Und ich fand diese zwei, ich wollte dieses Love unbedingt haben, irgendwo. Und dann hat sich das irgendwie so angeboten, hier an den Fingern. Und eben auch mit diesem Peep. Und ja, bin sehr, sehr happy. Und dann wollte ich noch einen Mond. Dieses Mal war ich ein bisschen mutiger. Wenn ich jetzt so einen Seitenscheitel trage, sieht man das Tattoo natürlich. Dann guckt es so ein bisschen nach vorne. Und wenn ich Mittelscheitel trage, dann kann man das natürlich auch verdecken, wenn man denn möchte. Aber es ist mittlerweile so, bei der Rose zum Beispiel habe ich mir ja so viele Gedanken gemacht und habe mir gedacht so, ja okay, Gesicht ist halt schon krass und irgendwie will ich das aber und warum soll ich es mir verbieten lassen? Und ich bin jetzt nicht in einem Büro tätig oder so, ich bin Friseurin und an und für sich ist alles okay. Also nichts, was irgendwie dagegen sprechen würde. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, die Stelle ist eigentlich an sich ganz cool, weil ich habe sowieso immer die Haare drüber. Und trotzdem ist es mittlerweile so, es hat sich so entwickelt, dass ich das tue. Ich mache mir keine Gedanken drüber, ob man es sehen soll oder nicht. In der Arbeit, wenn ich meine Haare zusammenbinde, dann sieht man, dann habe ich hier meistens so eine Strähne draußen. Und dann sieht man die Rose. Und ganz viele Leute sprechen mich drauf an und fragen aber aus reiner Neugier, wo ich das machen habe lassen, ob es wehgetan hat. Einfach so wirklich so ehrliches Interesse. Kein so verurteilen, sondern so ehrliches Interesse. Und dann denke ich mir zum Beispiel auch immer bei so kleinen Tattoos, ich habe hier den kompletten Arm fast schwarz mit Marilyn Manson, mit einer Waffe in der Hand und so. Dann denke ich mir immer so, dann so eine Rose im Gesicht, das ist doch... Das reißt jetzt auch nicht mehr raus. Man macht es ja nicht, um es zu verdecken. Zumindest ich bin halt so vom Typ her, dass ich meine Tattoos so plane, dass man sie auch sieht. Weil wenn ich das schon mache, will ich es nicht verdecken oder verstecken oder was auch immer. Aber man weiß nicht, was im Leben noch kommt. Und von daher denke ich schon ein bisschen mit. Das ist ja an sich nicht verkehrt. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel Mittelscheitel trage, offen, sieht man gar nichts. Und ich bin sehr, sehr glücklich und ich wollte unbedingt so einen Mond haben. Also ich finde es ganz schön, dass der so rund ist, so geschwungen. Und ich wollte ihn unbedingt so ein bisschen mit so Punkten haben. Finde ich ganz schön, wenn das mit so Punkten schattiert ist. Und ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen kann, aber hier ist mein Haaransatz. Also ich habe da ganz genau geguckt. Mein Haaransatz geht halt hier so ein bisschen rein und ich wollte ihn halt genauso hier drin haben. Und ja, wie gesagt, hierzu brauche ich nichts sagen. Ich finde es so schön, wenn ich das jetzt so sehe oder wenn ich mich jetzt in der Kamera selber sehe, so die Hände, das ist schon echt geil. Ich hoffe, dass mir die Farbe hier gut hält. Ich meine, es ist zwar, die Fingerknöchel sind immer noch mal ein bisschen besser als zum Beispiel hier drinnen oder so oder hier vorne. Das ist ja auch ziemlich ausgeblichen, weil hier ist ja auch die Haut weniger. Hier hat man ja doch ein bisschen mehr Haut. Also ich bin zuversichtlich, aber wenn nicht, ist es sowieso das Nachstechen im Preis mit dabei und ich habe dann im Oktober wieder Urlaub. Also dann stechen wir es halt einfach noch. Ja, und dann wollte ich noch kurz was sagen, weil das ging mir gerade vorhin so durch den Kopf, wenn ich zum Beispiel bei, ich meine, mir geht es nach Tattoos, das ist halt mein Ding. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so mein, keine Ahnung, andere, ich sagen wir mal so, haben als Hobby ihre Autos zum Beispiel. Nur mal um das jetzt so, keine Ahnung, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, aber andere interessieren sich halt übelst für Autos und geben ihre ganze Kohle für Autos aus. Und bei mir ist es halt so mit Tattoos. Also ich fühle mich halt so gut und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ja meine früheren Tattoos, also da war ich ja nicht in so guten Händen. Das ist ja nichts Neues und dann kam ja jahrelang gar nichts, weil ich aus, naja, man braucht für Tattoos Geld und das hatte ich ja nicht, weil ich ja dann meine zweite Ausbildung angefangen habe als Friseurin. Ich habe Abi gemacht, ich bin nach Straubing gezogen. Ich bin dann auch jemand, nachdem ich ja nicht so gute Erfahrungen erst gemacht habe, sprich meine Eule, ihr wisst es ja, habe ich mir dann natürlich mehr Gedanken gemacht, wo gehe ich denn hin oder was auch immer. Also ich musste dann natürlich einen guten Tätowierer finden und ich muss sagen, die 4 Jahre, die ich in Straubing gewohnt habe,
Ich bin einfach nie zu einem Tätowierer gekommen. Also ich bin nie dazu gekommen, dort jemanden zu finden oder generell mich tätowieren zu lassen. Also ich habe ja 4 Jahre komplette Pause eingelegt. Jetzt bin ich ja nach Passau gekommen und da habe ich dann wirklich gesagt, letztes Jahr, ich war ja heute wieder bei Ingro Fell. Da muss ich sagen, habe ich eben letztes Jahr einfach mal angefangen, habe gesagt, so Freitag kann ich ohne Termin hingehen. Für was Kleines, mach mal einen Anfang. Der Anfang hat mir dann sehr, sehr gut getan, weil dann ging es ja einfach nur noch dahin. Also seit letztes Jahr Oktober war das dann, geht es ja nur noch dahin bei mir. Also ich habe ja überhaupt keine Pause mehr eingelegt. Ich tue endlich mal was für mich. Das will ich eigentlich damit sagen. Ich habe jetzt viel geredet, aber ich tue endlich mal was für mich. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und da kann mir niemand reinreden, das mache ich einfach. Und außerdem bin ich auch heute eben wieder bei Ingro Fell gewesen und das ist immer so schön da. Also das ist so. Ich bin aber beim Daniel und ich weiß auch, der guckt sich das jetzt hier auch an und liebe Grüße. Und ich muss halt einfach sagen, ich bin da immer so, das ist so entspannend, dahin zu gehen. Wir reden da über Gott und die Welt und das ist immer so schön. Und wisst ihr, was ich meine? Ich meine, man geht überall da und dahin redet man mit Menschen, aber wenn dir noch jemand so richtiges Interesse entgegenbringt, so und nicht, also wo du weißt, du kannst so Sachen erzählen und derjenige, der dir gegenüber sitzt, der interessiert sich auch dafür und das Gefühl habe ich halt da immer und das finde ich richtig, richtig schön und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür und da gehe ich so gerne hin und ich schwöre euch, jeden Freitag, den ich frei habe, also ich kann wirklich eigentlich sagen, dass die Freitage, die ich nicht da bin, die muss ich arbeiten. Und jeden freien Freitag versuche ich dahin zu gehen und mir ein Tattoo machen zu lassen. Und ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Ich würde sagen, ich beende dieses Video jetzt auch. Es ist zwar bei mir jetzt erst 13 Uhr oder so, aber heute passiert tatsächlich echt nicht mehr viel. Also ich fahre heute noch. Ich habe ja Urlaub noch bis heute ist Freitag. Samstag, Sonntag habe ich noch frei. Und ich fahre jetzt heute bis Sonntag zu meiner Mama. Und die holt mich heute noch ab und dann mache ich heute nicht mehr viel. Von daher kann ich an dieser Stelle das Video jetzt beenden. Und übrigens, wenn ich jetzt schon hier sitze und rede, das Video, als ich ja beim Friseur war bei uns in der Arbeit, so mit meiner Chefin und wo sie mir die Haare gemacht hat, sie hat sich riesig gefreut über eure Kommentare. Es waren ja wirklich 99% nur gute Kommentare und die schlechten Kommentare, die waren eigentlich gar nicht schlecht, weil ich meine, jeder darf sagen, ob die Haarfarbe schön ist oder nicht und wenn es jemandem nicht gefällt, dann ist es halt so. Und sie hat sich so gefreut, weil sie war ein bisschen nervös, weil sie halt nicht wusste, wie es ankommt. Und naja, wenn man sie halt da so sieht und jeder hat ja irgendwie was dazu zu sagen und so. Und man weiß ja, wie das oft ist. Also sie guckt ja auch YouTube-Videos von anderen und sieht oft, wie es oft in den Kommentaren zugeht. Und sie war so ein bisschen nervös, aber es ist wirklich, sie ist sehr, sehr glücklich und hat sich sehr, sehr für eure ganzen Kommentare gefreut. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr dürft gerne auch mal bei Ingro Fell vorbeischauen. Ich werde euch Facebook und die Webseite einfach mal unten alles verlinken. Und wer aus der Nähe kommt und ihr habt vielleicht irgendwie einen Tattoo-Wunsch, irgendeine Kleinigkeit oder so, bevor ihr ewig lang auf irgendeinen Termin warten müsst, könnt ihr jederzeit Freitag dahin gehen. Es lohnt sich wirklich. Ja, genau. Das war's dann jetzt auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bitte seid lieb zu mir. Es macht mich glücklich. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.